begrüßen Sie recht herzlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur heutigen Pressekonferenz. Aus besonderem Anlass werden wir diese heute in zwei Teilen abhandeln. Das heißt, dass René Weiler dann im Anschluss zu uns kommen wird. Grüße sehr herzlich Markus Wolf, den Geschäftsführer der Wolf Möbel GmbH und Co. KG, unseren Hauptsponsor an meiner Seite, und Martin Bader, unseren Vorstand Sport und Öffentlichkeitsarbeit. Grüße auch recht herzlich Dr. Thomas Gretlein, unseren Aufsichtsratsvorsitzenden im Plenum. Wir freuen uns, heute offiziell bekannt geben zu können, dass Wolf Möbel vorzeitig seine Hauptsponsorschaft um ein Jahr verlängert. Deshalb jetzt die Frage zuerst an Martin Bader, wie froh du auch bist über den Zeitpunkt, dass wir doch auch so früh schon bekannt geben können, dass Wolf Möbel weiter dem Club treu bleibt. Ja, auch ein ganz herzliches Willkommen von meiner Seite. Natürlich ist es für den 1. FC Nürnberg ganz wichtig, frühzeitig ganz wichtige Entscheidungen auch vertraglich zu untermauern. Das ist nicht nur bei Spielern so, sondern das ist natürlich auch bei den wichtigsten Sponsoren so. Und wir haben auch dank unserem Partner Sport 5 mit Wolf Möbel, mit dem Markus Wolf, im letzten Jahr einen Vierjahresvertrag schließen können. Das wurde Ihnen ja auch kommuniziert, dass das erste Jahr als Hauptsponsor zu laufen hat und dann drei Folgejahre auf der Exklusivebene. Und das ist also ein klares Bekenntnis von dem Markus Wolf zum 1. FC Nürnberg. Und in den letzten Wochen und Monaten wir schon das Gefühl hatten, dass diese Ehe sehr, sehr gut passt zwischen dem 1. FC Nürnberg und Markus Wolf und seiner Firma. Und natürlich dann gemeinsam mit unserem Partner Sport 5 die Gespräche geführt wurden. Was passiert denn im Sommer? Weil gerade, Sie wissen es, anstehende Lizenzierungsverfahren, wichtige Verträge, und da ist der Hauptsponsor natürlich einer der wichtigsten Verträge bei jedem Verein und beim 1. FC Nürnberg sowieso auch, dass das natürlich im Lizenzierungsverfahren ein wichtiger Bestandteil ist. Wir haben im Januar die Gespräche geführt und sind jetzt mit dem heutigen Tag übereingekommen, dass wir auch im nächsten Jahr, und zwar ligaunabhängig in der ersten oder in der zweiten Liga, mit Wolf Möbel als Hauptsponsor planen können. Und das gibt uns aus verschiedenen Gründen natürlich Planungssicherheit. Aber es freut uns einfach auch, dass wir einen ganz wichtigen Vertrag, und das wissen Sie, dass Hauptsponsorverträge oft auch erst im Sommer dann endverhandelt werden, dass das jetzt uns mit dem Markus Wolf mit dem heutigen Tage gelungen ist und dass wir diese sehr gut funktionierende Partnerschaft über den 1.7.15 als Hauptsponsor weiterleben dürfen und dass wir den 1. FC Nürnberg ein ganz wichtiger Bestandteil für die Planung in der nächsten Saison. Herr Wolf, dass Sie das Engagement als Hauptsponsor, also diese Ehe, auch mit viel Kreativität und Leidenschaft leben, das haben wir auch gesehen an der außergewöhnlichen Platzierung des Wolf Möbel-Logos auf dem Auswärtstrikot des 1. FC Nürnberg. Aber was hat denn jetzt konkret den Ausschlag gegeben, dass Sie Ihr Engagement als Hauptsponsor ligaunabhängig um ein weiteres Jahr verlängern? Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite natürlich. Ich kann mich dem Martin Bader natürlich da auch nur anschließen. Und letztendlich ausschlaggebend war, dass ich mich oder wir uns sehr, sehr wohl gefühlt haben beim 1. FC Nürnberg. Deswegen hatten wir auch diesen Vierjahres-Exklusivvertrag vereinbart und immer ein Jahr oder ein Jahr lang Hauptsponsor auf dem Trikot und dann jetzt um ein Jahr verlängert, weil ich der Meinung bin, dass auch eine Ehe zusammenwachsen muss und man sich auch kennenlernen muss. Und in dem Fall hat sich meine frühere, ich habe es ja damals in der Pressekonferenz schon erzählt, als kleiner Junge war ich ja auch oft beim Club und Clubfan, hat sich die alte Liebe auch wieder entfacht und ich habe mich sehr wohl gefühlt oder fühle mich sehr wohl und bin stolz darauf, einen Teil dazu beizutragen. Vielleicht noch eine kleine Anekdote vom letzten Spieltag, wo mir meine Frau, der Markus Rössler, der lacht schon, der war dabei, wo meine Frau mir dann auch zu verstehen gegeben hat, jetzt bist du angekommen beim 1. FC Nürnberg. Es war nämlich so, dass die ersten Spiele, man natürlich als Hauptsponsor da sitzt und beobachtet und wie bei jedem anderen Fußballspiel sich natürlich freut, auch wenn Nürnberg ein Tor schießt, auch wenn es am Anfang leider nicht so gut gelaufen ist. Man freut sich natürlich schon, aber beim letzten Spiel hat man dann gemerkt, und es war so auch irgendwie so ein ausschlaggebender Punkt auch für mich, beim letzten Spiel, wo dann das 1-0 gefallen ist, hat man sich nicht nur gefreut, da ist man aufgesprungen,
hat gebrüllt sozusagen, wie es jeder Fan wahrscheinlich auch macht, und hat sich riesig gefreut. Und das war dann auch so ein Zeichen für mich innerlich und auch für meine Frau, dass man jetzt auch angekommen ist und dass man auch lebt, was man macht, und dass man den Fußball mitlebt. Und wenn man dieses Gefühl hat, dass man sich auch wohlfühlt oder auch wohlfühlen kann, auch im Trainerstab oder mit dem kompletten Trainerstab, mit der Mannschaft, die meiner Meinung nach sich extrem auch zusammengefunden hat, wenn man das beobachtet, allein wenn die Mannschaft einläuft, ja, wie sie sich manchmal auch foppt und wie sie sich dann auch, wie sie Spaß einfach hat, dann ist es auch ein gewisses Gefühl, dass ich weiß, dass ich in Nürnberg richtig bin und dass der Trainer, der René Weiler mit seinem Trainerstab auch einen meiner Meinung nach hervorragenden Job macht, und das sind für mich dann so Punkte, die dann letztendlich auch den Ausschlag gegeben haben. Vielen Dank. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen an die beiden Herren. Mit der Bitte um Handzeichen. Meine Kollegin reicht das Funkmikrofon. Uli Diekmeyer, Nürnberger Zeitung. Ich nehme an, die Konditionen wären nicht ligaunabhängig. Gute Frage, aber jetzt müssen wir natürlich erstmal abwarten, wo wir dann am Ende der Saison stehen. Und natürlich gibt es einen gewissen Puffer, aber die generelle Bereitschaft unsererseits ist natürlich erstmal gegeben, um den Nürnbergern auch die Planungssicherheit zu geben. Und den Rest wird man dann einfach am 30.06. entscheiden, weil alles andere wäre ja Kaffeesatz lesen. Ich sehe kein weiteres Handzeichen. Dann schließen wir den ersten Teil der Pressekonferenz. Im Anschluss an die Spieltagspressekonferenz mit René Weiler haben Sie noch die Möglichkeit, Fotos zu machen. Und ich lade Markus Wolf und Martin Bader ein, der Pressekonferenz mit René Weiler natürlich beizuwohnen. Und dann sehen wir uns gleich. Vielen Dank.